Die Menschen damals, die durften nur das Allernötigste mitnehmen, als sie ihr Zuhause und die Stadt verlassen mussten, auf dem Weg ins Konzentrationslager der Nazis. Daran haben die Koffer beim Koffermarsch in Recklinghausen erinnert. Hunderte Menschen sind heute im Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten durch die Innenstadt gelaufen. Die jüdische, die muslimische und die christlichen Kirchen hatten dazu aufgerufen. We remember. Wir erinnern uns, steht auf den Koffern. Das ist das Motto des Internationalen Holocaust-Gedenktag. Allein in Recklinghausen wurden 1942 215 jüdische Menschen deportiert. Nur 16 kamen lebend zurück. Das darf nie wieder passieren, finden hier alle. Wir müssen Demokratie beschützen. Das ist ganz wichtig. Ich bin der Meinung, als Bürger dieser Stadt und als Mensch, der Vielfalt liebt, ist es mir wichtig, ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen gegen das, was in der Geschichte passiert ist und ein Zeichen gegen das, was uns vielleicht in der Zukunft droht. Wenn man sagt, nie wieder ist jetzt, muss man das auch zeigen. Und die Lage ist bedrohlich und ich finde, jeder, der nicht hier ist, versäumt irgendwas. Bürgermeister Christoph Tescher hat im Vorfeld dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Er findet, die Geschehnisse der letzten Tage zeigen, jetzt kommt es auf jeden Einzelnen an. Da kann einem Angst und Bange werden. Und deswegen wird es allerhöchste Zeit, einfach auch auf positive Weise zu demonstrieren für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, für den Erhalt unserer Freiheit. Für die jüdische Gemeinde bedeutet der Koffermarsch, dass man sich gemeinsam gegen die Vergangenheit vereint. Das ist ein gutes, wunderschönes Zeichen, dass die Leute zeigt eigene Solidarität. Das ist wichtig. In besonderer Wichtigkeit in heutige schwere Zeit für jüdische Gesellschaft in ganz Deutschland. Etwa 500 Menschen haben sich in Recklinghausen an der Aktion beteiligt.